Hallo und herzlich willkommen zu noch einem Video zu dem Project Skins und wieder zu dem Project Crafting, denn das Ganze ist jetzt auf dem PBE verfügbar. Vorhin war es noch nicht, beziehungsweise gestern, wenn ihr das Video jetzt seht. Und ich will das Ganze jetzt aber ein bisschen geiliger gestalten, also euch wirklich erklären, was passiert denn da, worum geht's denn da, was müsst ihr denn machen, um den und den Skin, beziehungsweise das und das Icon zu bekommen. Und das wollen wir uns jetzt einfach anschauen. Und wir sehen uns hier schon, wenn wir hier runter scrollen, sehen wir hier die Augmented Cache. Die ist jetzt die rote, also eigentlich müsste es davon noch mehrere Farben geben, aber wir haben momentan nur die rote. Dann sehen wir hier die Icons. Das hier, seht ihr die drei Farben, ist das Icon, was anscheinend jeder später auch kaufen kann für IP. Gibt es ja meistens bei den Skins, dass es auch ein IP-Icon gibt, was jeder kaufen kann. Das sind dann die jeweiligen Icons auch für die Champions. Und ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt mal so eine Cache hier und dann schauen wir, was da rauskommt. Und dann erkläre ich euch das Ganze mal, was man dann daraus machen kann, wie das Ganze denn aussehen muss. Wahrscheinlich müssen wir hier wesentlich mehrere kaufen. Das werde ich jetzt auch mal schnell machen und dann sehen wir uns gleich im Crafting wieder. Das sah ziemlich cool aus und damit sind wir auch jetzt im Hexe-Crafting, in der Crafting-Werkstatt und haben jetzt hier diese Boxen. Ich habe da ein paar gekauft. Wir öffnen jetzt mal die erste und dann schauen wir, was dabei rauskommt. Der Sound, wie das aussieht. Okay, wir haben eine Champion-Shard, eine Skin-Shard. Wir haben noch eine Skin-Shard. Und wir haben zwei Project-Cores. Okay, das heißt, wir haben jetzt erstmal diese Project-Cores. Dann können wir jetzt gucken, was man daraus machen kann. Rechtsklick, noch gar nichts. Okay, wir brauchen also erstmal Blueprints. Alles klar, machen wir noch einen auf. Wenn das Ganze jetzt hier zu lange dauert, dann mache ich das Ganze so erstmal weiter auf. Oh! Alles klar, da haben wir auch einen Project Lucian Shard, denn diese Boxen, nochmal vorweg gesagt, haben halt auch die Möglichkeit, also beziehungsweise wahrscheinlich auch häufiger, das ist noch nicht ganz fest, aber ne, kann so sein, dass die Project Charts, auch die, also die vorherigen Project Skin Charts, da häufiger rauskommen können. Und wenn ihr nochmal alles zu diesen Boxen erfahren wollt, ich werde das im Verlauf dieses Videos noch so ein bisschen immer besprechen, aber wenn ihr das Ganze so ein bisschen gebündelt haben wollt, ohne jetzt diesen Guide-Verlauf oder vielleicht danach dem Video nochmal, unten verlinke ich nochmal ein Video oder hier auch an der Stelle, was ich gestern gemacht habe, wo das Ganze nochmal ganz kurz zusammengefasst ist, was denn diese Boxen sind, was die können und was, ja, was die für Eigenschaften haben. Die werden, kann ich dabei jetzt auch schon mal sagen, oh, da haben wir noch einen und gleich hier noch andere, alles klar, zwei epische Skins jetzt mal, ja, die wirken gerade übel krass. Da haben wir noch zwei Project Cores, also die sind anscheinend gerade immer dabei. Und ist das eine Blaupause? Nein, das ist ein Gemstone. Das ist also hier dieser Guaranteed Gemstone wahrscheinlich oder so, der davon gesprochen wurde. Beziehungsweise haben wir jetzt keine Bundles, die wir sehen, aber gut, das ist halt der PWE, ne? Ich mache hier einfach mal ein paar auf und rede das währenddessen. Also ihr könnt die für RP und IP kaufen. Ihr habt da drin normale Shards, wie ihr das hier schon sehen könnt. Ich weiß nicht, ob das so auf dem Live-Server kommen können wird. Das stelle ich mir ganz schön krass vor. Und dann habt ihr diese Project Cores und Blaupausen da drin. Die Blaupausen zählen dann halt nur für ein jeweiliges Symbol oder einen jeweiligen Skin. Und eigentlich müsste es auch verschiedene Farben von diesen Kisten geben. Also das wäre jetzt hier rot, ne? Das wäre dann quasi für Katharina, beziehungsweise ist eher lila. Also eigentlich wäre rot hier für Zack, aber wahrscheinlich ist die rote so die übergeordnete Kategorie, also so für alle. Genau. Und wir müssen einfach mal schauen, dass wir jetzt hier Blaupausen rausbekommen. So, ich habe jetzt also diese Cores gekauft, kann jetzt keine Caches mehr für heute kaufen, aber es gab gerade ein kleines Update. Das wollen wir uns kurz nochmal anschauen hier. Also das wird alles ein bisschen... Ich hoffe, dass ich kann das Ganze gut zusammenschneiden. Ich habe jetzt 50 Cores, also weil ich 25 Kisten davon gekauft habe. Das ist das Daily Limit anscheinend. In jedem waren zwei so eine Cores drin und ich konnte mit denen noch nichts machen, obwohl das eigentlich möglich sein sollte. Aber der PBE ist gerade halt, wie gesagt, anscheinend sehr stark unter Beschlag. Wir haben jetzt hier das EM-Caster-Icon. Wenn wir jetzt hier drauf gehen, dann sehen wir diese blaue Kiste da hinten. Generell sehen wir jetzt hier diese Kisten da. Und ich werde das jetzt einfach mal kaufen. Auf die Gefahr hin, dass hier irgendwas passiert und wie gesagt, mal sehen, wie das alles zusammengeschnitten wird. Kaufe das jetzt hier für einen Einflusspunkt. Ich habe jetzt das unlocked. Jetzt kann ich hier das Icon ausrüsten. Ist ja alles schon mal schön und gut, aber habe ich jetzt auch so eine blaue Kiste? Ist die Frage. Wir sind jetzt im Crafting und da ist die blaue Kiste. Sieht das geil aus, also wirklich gut animiert dann. Und da haben wir jetzt ein Project Core und, die Blueprint für das Icon, alles klar. So, da haben wir jetzt die First Strike Blueprint. Und was haben wir hier noch? Augmented Cache Fragment, oh, das ist ja interessant.
Also, guck mal, Collect 3. Also brauchen wir 3 von denen und dann können wir uns so eine Augmented Cache bauen. Und die Augmented Cache sind... Ich würde jetzt aber mal sagen, dass es erweitert, also dass es die RP-Kisten sind, die man dann nicht für IP kaufen kann, weil die sind ja ganz schön krass. Da gab es immer 2 Skins oder halt 2 Shards drin und dann noch diese Project Cores. Und jetzt haben wir hier dieses lustige Ding, das können wir deconstructen into Essence, was uns nicht viel bringt. Oder mit 7, und jetzt kommt halt der spannende Teil, können wir jetzt hier jetzt auch rechtsklicken machen? Immer noch nicht, okay, also brauchen wir wirklich hier gerade diese Blueprints. Ich werde an dieser Stelle aber nochmal ein Bild einfügen, da habe ich nämlich gesehen, dass man quasi hier verschiedene Optionen hat, wo man auch Skin-Shards der alten Project-Skins aus diesen Cores haben kann. Also wahrscheinlich gibt es hier mehrere Blueprints oder so. Und das ist jetzt der spannende Punkt. Also ihr braucht unbedingt diese Cores, aber die kriegt ihr ja relativ schnell anscheinend. Also je nachdem, wie das dann auf dem Live-Server sein wird. Und dann habt ihr halt diese Kisten mit den verschiedenen Farben. Aus diesen Farben bekommt ihr aber auch immer nur das, also die Blueprint für diese Farbe. Also aus der blauen Kiste wird es immer nur ein Project Ash Blueprint geben. Und diese fusen wir jetzt mit einem wahnsinnig coolen Effekt. Fusen wir die jetzt zusammen mit 7 von diesen Cores zu dem Icon. So sieht das Icon jetzt aus. Und mit diesem Icon, also das müssen wir nicht ausrüsten, aber jetzt durch dieses Icon sollten wir theoretisch den Ladescreen, also diesen Loading Screen Border haben von Ash, hier das Bild dazu. Genau, dafür braucht ihr quasi dieses Icon. Und ihr habt außerdem halt jetzt ein neues hübsches Icon. Gut, machen wir kurz noch weiter mit den anderen dreien hier. Also das ist ganz schön krass. Und jetzt machen wir das Echo-Icon, einfach damit ihr das sehen könnt, damit ihr die Effekte halt auch sehen könnt. Zack. Wir bauen das Katharina-Icon. Und wir bauen uns to unlock Project Leona Skin Chart. Also wir müssen das jetzt zusammen machen, um dann eine Project Leona Skin Chart zu bekommen. Und das machen wir natürlich. Und da haben wir jetzt die Project Leona Skin Chart. Hier habt ihr jetzt also nochmal die Übersicht. Hier sind alle gekauft. Wir können auch jetzt nur noch die Augmented Cash kaufen, sobald natürlich der Cooldown quasi abgelaufen ist von unserem Daily Limit. Und jetzt fassen wir nochmal alles ganz kurz zusammen. Es gibt diese Augmented Caches. Da habt ihr Shards und die Project Cores, die ihr daraus bekommen könnt. Diese Caches könnt ihr für RP und IP kaufen, allerdings wird es da unterschiedliche Kategorien geben. Es gibt also Bundles, die nur für RP gekauft werden können, aber da drin ist dann auch garantiert, jeden Tag während des First Strikes, also während der ersten 6 Tage, ich kann nicht zählen, ein Gemstone drin, jeden Tag, mindestens einer. Und ihr habt die Möglichkeit, diese Summoner-Boxen zu kaufen. Also diese Summoner-Icon-Boxen von den jeweiligen Skins. Von diesen 3 Hauptskins, die wir gerade haben. Und dann das Orangene, wo dann wahrscheinlich einer random von den anderen davor drin sein kann. Und damit unlockt ihr erstmal die jeweiligen Summoner-Icons. Also diese hier für die Skins. Hier den Dolch für Katharina, das Schwert für Echo und den Bogen für Ash. Und daraus bekommt ihr dann einen Blueprint für diese Icons hier. Ja, das Icon war in der Orange drin und dann habt ihr diese Icons. Mit diesen Icons schaltet ihr dann in-game bzw. im Loading-Screen die Rahmen frei, die dann fancy aussehen. Außerdem habt ihr halt, wie gesagt, Project Cores und so weiter. Ihr könnt außerdem aus diesen Special-Boxen, sage ich mal, hier von den Champions, bekommt ihr diese Augmented Cache Fragments. Das heißt, ihr könnt nochmal weitere Augmented Caches bauen und dann möglicherweise weiter Blaupausen farmen. Das ist der Gedanke. Das heißt, es gibt noch wesentlich mehr Blaupausen. Hier nochmal das Bild quasi, wo eigentlich aufgelistet sein müsste, was man alles mit diesem Project Course anstellen kann. Jetzt seid ihr hoffentlich informiert. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Falls ihr Fragen dazu habt, stellt mir das Ganze gerne in die Kommentare. Ich hoffe, das Ganze war jetzt kurz und knackig zusammengepackt und ihr habt verstanden, wie das Ganze hier läuft. Freut euch darauf, wenn es dann live kommt. Könnt da wieder ein bisschen craften und vielleicht auch ein bisschen RP sparen und ein bisschen IP diesmal ausgeben.
Ich hoffe, es hat euch gefallen, war lehrreich. Falls ihr, wie gesagt, Fragen habt, gerne ab damit in die Kommentare. Falls ihr mehr sowas wollt, so eine kleine Erklärsache von den Mechaniken, generell sowas, auch in die Kommentare. Falls es euch das Ganze gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen oder ein Abo da und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann.